Hallo, vielen Dank für Ihren Anruf. Sie werden mit dem nächsten freien Chatbot verbunden. Bitte warten Sie. Please hold the line. Was es damit auf sich hat, klären wir jetzt im Podcast. Ich würde mal sagen, let's go. Kevin allein im Marketing, der Podcast für Werbung, Marketing, Social Media. Ich habe heute jemand wirklich ganz Besonderen zu Gast. Wir reden über das Thema KI, aber was hat denn auch ein Chatbot damit zu tun? Es geht um das Buch Sie werden mit dem nächsten freien Chatbot verbunden, was Eldar Sultanov geschrieben hat. Und ich habe Eldar heute auch bei mir hier im virtuellen Studio. Eldar, grüß dich. Es freut mich echt sehr, dass du heute bei mir zu Gast bist. Stell dich gern einmal vor. Hi Kevin, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich bin auch froh, dass ich hier sein darf. Zu mir gibt's nicht so viel zu sagen. Ich bin in der Softwareentwicklung aufgewachsen. Ich habe Informatik studiert, Software-Systemtechnik, vorher am Hasso-Plattner-Institut studiert, alles in Potsdam und war seitdem nur in der Softwareentwicklung. Bin irgendwann in die Schiene KI reingedriftet und mache das jetzt schon seit über 10 Jahren. KI seit über 10 Jahren. Ich halte auch mal dein Buch hier in die Kamera. Boing, jetzt ist es mir schon aus Mikrofon gedroppt. Wie kamst du eigentlich auf den Titel? Weil als ich das gelesen habe, ich bin ja auf dich aufmerksam geworden durch deinen Titel, ich musste erstmal herzhaft lachen. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich fand den Titel so geil, dass ich dich angesprochen habe, beziehungsweise angeschrieben habe und gesagt habe, lass mal was machen. Wie kamst du auf den Titel? Okay, also diese Würdigung muss ich an den Verlag weitergeben, weil die Idee hatte er. Es ist ja so, wenn man mit einem Verlag zusammenarbeitet, dann hat man einen Arbeitstitel und dann wird der in den Runden immer mehr geschliffen. Und das war dann der Impuls, der vom Verlag kam, also der Redline Verlag, wo das veröffentlicht ist. Und die haben diese Idee gehabt. Wäre jetzt unfair, wenn ich sage, das wäre meine. Ja, dann eben kleiner Shoutout an den Redline Verlag. Also da habt ihr euch mal selber übertroffen bei den ganzen trockenen Themen, die da so manchmal kreuchen und fleuchen da bei den Titeln. Da habt ihr mal echt einen rausgehauen. Glückwunsch an der Stelle. Dann steigen wir doch mal in das Thema KI ein. Du bist ja so wirklich ein Experte, was das Thema angeht. Du hast auch eben schon gesagt, seit 10 Jahren beschäftigst du dich damit. In meiner Wahrnehmung kam die KI erst richtig, als ChatGPT 3.0 rauskam und wir da alle irgendwie Prompts versucht haben, mehr oder weniger hemdsärmlich da durch die KI zu jagen. Wie hat das denn bei dir angefangen vor 10 Jahren? Was ist denn für dich KI? Gut, und das ist, glaube ich, auch eine sehr wichtige Frage zu differenzieren. Was ist denn genau KI? Und ich sage halt immer, KI ist ungleich KI. Weil man kann ja alles in einen Topf schmeißen. Es gibt unterschiedliche Ausprägungen und ja, künstliche Intelligenz an für sich kommt schon von Konzepten her aus der Physik, die, was weiß ich, über 40 Jahre alt sind. Ja. Und die Entwicklung von KI hat auch schon viel früher begonnen. Jetzt muss man sich mal überlegen, der erste Chatbot, ja, der ist jetzt noch keine richtige KI, aber der erste Chatbot, den gab es schon in den 60er Jahren. Also das ist jetzt nicht irgendwas, was seit gestern jetzt plötzlich entwickelt worden ist. Und was ist für mich KI? Ich würde es mal so formulieren, der Motor von künstlicher Intelligenz, das ist das sogenannte Machine Learning, maschinelles Lernen. Also maschinelle Lerntechniken, maschinelle Lernalgorithmen ermöglichen es, KI-Anwendungen zu bauen. So, das ist so diese klassische Definition, so wie ich das jetzt immer versuche, vereinfacht darzustellen. Was ist Machine Learning? Maschinelles Lernen, das sind mathematische, statistische Algorithmen. Ja? Und dazu zählt ja schon sogar eine Zeitreihenanalyse. Das ist für mich eine maschinelle Lerntechnik, eine Regression. Ein Cluster-Algorithmus, also ein Algorithmus, der in einer Punktwolke erkennt, welche Punkte gehören irgendwie zusammen und welche nicht, oder wo habe ich hier verschiedene Punktwolken, die eben ein Cluster bilden, das ist schon maschinelles Lernen.
Ja? Da bin ich ja echt raus, ne? Also da bin ich wirklich raus, was das angeht. Ja, man muss ja Anomalien erkennen. Also eine ganz typische Machine Learning-Anwendung ist ja die Anomalieerkennung. Also ich habe jetzt irgendwelche Daten und jetzt ist hier irgendwas anormal. Da stimmt irgendwas nicht. Das ist ein Ausreißer. Ganz typische Machine Learning-Technik. Ja, und das ist natürlich dann auch ein Algorithmus, der in KI-Anwendungen benutzt wird. Nehmen wir mal die Cyber Security. Also du hast ein Rechenzentrum, stell dir ein Rechenzentrum vor und da werden Daten übertragen, da wird die CPU benutzt, da wird ein RAM benutzt und so weiter und so fort. Und wie erkenne ich denn jetzt bitteschön, ob ich in einem Angriff unterliege, ob irgendwie jemand versucht jetzt hier mit einer Denial-of-Service-Attacke meine Services lahmzulegen? So, und das ist ja eine Anomalie. Also was brauche ich? Eine KI, sage ich jetzt mal vereinfacht, bei der sich ein Anomalieerkennungsalgorithmus verbirgt dahinter. So. Jetzt wird es ja noch fieser. Eine DDoS-Attacke. Also wenn ich jetzt nicht irgendwie gezielt, punktuell versuche, jetzt diesen Service von dieser Firma anzugreifen, also diese Firma jetzt außer Betrieb zu setzen, oder eine Webseite oder was weiß ich, das ist ja dann meistens immer eine Webseite, über die das reingeht, also das Einfallstor, ne? Und sondern es kann sein, dass ich das über verschiedene Länder hinweg mache, also verteilt. Der macht mal 10 Anfragen, dann der aus Brasilien und keine Ahnung, unterschiedliche Länder aus auf den ganzen Planeten verteilt. Deutschland, Schweden, keine Ahnung. Über das ganze globale Netz versuche ich da irgendwie, ob ich in Lateinamerika bin, ob ich in Nordamerika bin, ob ich in Europa bin, ob ich in Asien bin, egal, ob ich in Afrika bin. Ich versuche irgendwie die Anfragen verteilt auf mein Angriffsziel zu steuern. So. Das ist schon ein bisschen schwieriger, weil ich habe da nicht irgendwie eine Last, einen Lasterzeuger, einen Peak, der aus einer Quelle kommt, sondern das kommt heimlich von überall. Und jetzt habe ich noch eine globale Firma, also eine Firma, die für die das normal ist, dass Anfragen aus der ganzen Welt kommen, aus Lateinamerika, aus Südamerika, aus Nordamerika, aus Europa, aus Afrika, aus Asien, dann ist es nicht mehr so einfach. Also dann werden diese Anomalie-Erkennungsalgorithmen immer intelligenter. So. Oder die müssen intelligenter werden. Ja, was verbirgt sich dahinter? Okay, das heißt also, genau, wollte ich gerade sagen, also dieser Algorithmus, er lernt quasi daraus und ist das dann, wenn ich mir das so vorstelle, er trifft eine Vorhersage, was kann dann kommen, um das dann zielgerichtet irgendwie zu erkennen? Also, was dann kommt, das ist ja schon Vorhersage, ne? Vorhersage ist jetzt schon wieder ein Schritt weiter, ich bin jetzt gerade beim Erkennen. Ah, okay, du bist so, erst noch beim Erkennen, okay. Beim Erkennen. Und das ist schon kompliziert. Also bei einer Denial-of-Service-Attacke sind nicht so kompliziert, bei einer Distributed-Denial-of-Service-Attacke ist es schon ein bisschen komplizierter. Weil ich gerade gesagt habe, wenn das von überall, woher kommt, immer so ein bisschen tröppelweise, dann ist das ja schon fies, ne? Ja, also ich übertrage es gerade mal so ein bisschen auf mich. Ich habe ja einen Microsoft-Account schon sehr lange. Und letztens habe ich Fernsehen geguckt abends und ich habe natürlich eine Multifaktor-Authentifizierung mit allem drum und dran. Und mein Handy hat auf einmal gemeint, Vibrator spielen zu müssen, weil ständig irgendwie die Authenticator-App von Microsoft ansprang mit, wollen Sie jetzt Ihren Zugang irgendwie scharf schalten? Ist das okay? Waren Sie das? Und ich so, nein. 10 Minuten später, waren Sie das? Nein. 1 Minute später, ja, waren Sie das? Nein. Und dann bin ich mal reingegangen und habe mir mal das Aktivitätenprotokoll angeguckt und habe gesehen, die kamen von überall und wollten quasi in meinen Account rein. Die kamen von Brasilien, die kamen von Tokio, die kamen von Russland, die kamen von USA, die kamen von Indien. Da dachte ich mir, ach, guck mal an, Leute, ich bin aber interessant heute Abend. Ist das dann sowas? Kann man sich geehrt fühlen. Ja, also das heißt, du hast schon eine gewisse Wichtigkeit erlangt, weil sich so viele Leute für dich interessieren, für deinen Account, das ist schon mal gut. Da hast du schon mal nicht so viel falsch gemacht. Dankeschön. Aber jetzt mal technisch gesprochen, ja genau, das geht genau in die Richtung, von der ich gerade spreche. Ne? Und ich vergleiche das auch gerne mit Aktien, also mit so einem Aktienindex. Und auch da sind ja Algorithmen im Spiel, die gibt's doch nicht erst seit gestern, die gibt's doch nicht erst seit ChatGPT. Das sind Algorithmen, die schon irgendwie versuchen vorherzusagen, Moment mal, jetzt sinkt hier gerade was. Und das sind auch kleinste Nuancen an Veränderungen,
die die Finanzmärkte natürlich interessiert. Und da sind wir dann auch schon im Bereich der Vorhersage. Also nicht, also ich erkenne einen neuen Trend und kann vorhersagen, Moment, hier sinkt gerade was oder hier steigt gerade was. So, das sind alles Machine Learning Algorithmen, das ist Mathematik, das ist Statistik, das sind Zeitreihenanalysen, das ist, ich sag mal, ein mathematisches Grundwerk, das existiert nicht erst seit ChatGPT, das gibt's schon seit ganz vielen Jahren. Und das finden wir auch schon überall. Wettervorhersage, ja, Aktienindex vorher, habe ich schon gesagt. Dann Angriffsszenarien, also Erkennung von Angriffen. Natürlich kommt dann im nächsten Schritt die Abwehr, ne? Aber das ist jetzt dann schon wieder der nächste Schritt. Inwieweit da jetzt eine künstliche Intelligenz eine Rolle spielt, das führt dann, glaube ich, also das sind dann auch andere Mechanismen. Da ist aber dann doch das Wort, oder sorry, wenn ich dich unterbreche, aber der Begriff künstliche Intelligenz als solches ist doch dann viel weiter gefasst als das, was wir oder das, was ich als Marketer eigentlich denke. Sondern es geht so viel weiter, so viel tiefer, so viel länger eigentlich schon. Du hast ja gesagt vorhin, der erste Chatbot in den 60er Jahren, ich weiß nicht mal, ob es in den 60er Jahren schon irgendwelche Rechner gab, geschweige denn, was man da mit einem Chatbot machen wollte. Aber wie du jetzt sagst, die Algorithmen, das Ganze, die Wettervorhersage, allein schon die Wettervorhersage, die gibt's ja schon seit, ach, was weiß ich wann. Also ist dieser Begriff KI, den wir ja jetzt in Anführungszeichen so inflationär nutzen seit ein paar Jahren, ja wirklich echt mehr, als was es den Anschein eigentlich hat. Ja, absolut. Und allein im Auto, Spurenhalteassistent. Ja, was passiert denn da? Da ist eine Kamera und die sieht, dass da Streifen sind. Und das ist Bilderkennung. Und Bilderkennung zähle ich jetzt mal zu Machine Learning. Das ist genauso wie Handschrifterkennung oder Schrifterkennung. Das ist Machine Learning. Das ist ein neuronales Netz. Ja, mein Auto erkennt ja auch die Dingsbums da. Wie heißt das denn? Hauptschilder. Ja, genau, die Verkehrsschilder kennt ja mein Auto auch. Hier, ab jetzt darfst du nur 50 fahren, ja. Genau. Und dann schalte ich den Limiter ein und dann fahre ich auch nur 50. Ja, ich kann ja aufs Gas treten, so viel wie ich will. Das ist halt schon cool irgendwo, aber ich habe jetzt nie damit irgendwie assoziiert, hey, da steckt eine KI dahinter. Aber jetzt, wenn du das sagst, und wir hatten es ja auch schon mal in einem Vorgespräch, und das ist ja auch schon einige Zeit her, wo wir auch das kurz angesprochen hatten, hast du auch den Spurhalteassistenten erwähnt, dass das schon was im entferntesten Sinne mit KI zu tun hat, weil Bilderkennung, es macht Sinn, ja, wenn man das mal hört, aber damit haben wir uns ja in den letzten Jahren quasi nie beschäftigt. Wir haben es als Selbstverständlichkeit angenommen, weil es halt schon seit längerem im Auto existiert. Genau, das gibt es schon lange. Das ist nichts Neues. Jetzt ist natürlich im Jahr 2022 im November was passiert, und zwar neues System oder eben eine neue Gattung oder Art von KI hat sich jetzt durchgesetzt, ich sag mal, ist jetzt ziemlich virulent unterwegs, und zwar die sogenannte generative KI. Und der entscheidende Unterschied ist, dass generative KI jetzt nicht nur Erkennungsmechanismen hat, Vorhersagemechanismen hat, sondern sie hat die Fähigkeit, selber Artefakte zu generieren. Also sie wird kreativ in dem Sinne. Sie wird basierend auf vielen, vielen, vielen Daten plötzlich selber kreativ. Und das ist neu. Und dadurch, dass das auch noch so einfach zugänglich ist, dass es jeder benutzen kann, haben wir dann irgendwie auf einem Schlag ab November 2022 8 Milliarden KI-Experten auf diesem Planeten. Ne? Weil es so einfach ist. Hatten wir relativ schnell. Ja, das geht schnell. Ja, also ich sag mal so, im November 2022 kam ChatGPT 3.0 und Mitte November 2022 hatten wir die ersten Cheat-Sheet-Prompts. Ja? Da haben sie dann ihre One-Slider rausgepackt mit, hey, mit meinem Cheat-Sheet kriegst du perfekte Prompt und den perfekten Text. Ja, nee, ist klar. Das Ding heißt, ich habe schon in ein paar Podcasts gesagt, ChatGPT, ich muss mit dem Ding schon chatten. Das heißt nicht ein Prompt-GPT, das macht keinen Sinn. Wie hast du das denn erlebt, als du, also ich meine, du hast ja gesagt, seit über 10 Jahren beschäftigst du dich damit und dann kam im November 2022 ChatGPT. Wie hast du denn das Ganze erlebt? Also ich fand es schon so diesen Überhype so ein bisschen, ich sage jetzt mal vorsichtig und lustig gemeint, nervig, ne? Weil egal, welche Seite du aufmachst, welchen LinkedIn-Post du liest,
Jeder erzählt mir hier irgendwas, KI-Experte, und jetzt zeige ich dir, wie man promptet und so. Dann habe ich gedacht, okay, also jetzt haben wir es alle gesehen. Ja, es funktioniert. Und jetzt lass doch mal irgendwie was Cooles damit machen. Und es ist ja wie jeder Hype, ne? Am Anfang, oh ja, super geil, toll, muss ich auch ausprobieren. Dann irgendwann, wenn du nichts anderes mehr hörst, dann fragst du dich, ey Leute, KI ist doch viel mehr als das. Und mit KI können wir viel, viel, viel wichtigere Dinge machen, als einen super Prompt eingeben, der ein tolles Marketingkonzept oder einen tollen Blogartikel schreibt, sondern es geht doch viel, viel mehr. Und es wird auch viel, ich sage jetzt mal, Klamauk betrieben, wo ich sage, ja, das gehört dazu. Wir Menschen spielen gerne, wir mögen Klamauk, wir mögen Unterhaltung. Jetzt gibt es eine KI, wo ich jetzt mein Foto oder mein Bild mit einem Tier vermischen kann, also so ein Hybrid, und ich sage, oh Leute. Wollte ich schon immer mal haben. Ja, schon immer. Ja, so eine hübsche Frau mit Schweinenase und so, sieht trotzdem hübsch aus. Ich sage, ey Leute, und das posten die und machen die und so weiter. Und ich sage, ich will gar nicht wissen, was wir Männer damit tun. Entschuldigung. Ich auch nicht. Also es wird gerade viel Klamauk gemacht, viel Unsinn gemacht, wo ich sage, finde ich schön, finde ich gut, aber wir sind auch irgendwo bei einer Grenze, wo es dann langsam so ein bisschen, wie soll ich sagen, ja, schon nervt, ne? Also es kam jetzt der neue GPT, also die neue Version raus, und ich mache mein LinkedIn auf und dann habe ich irgendwie 20 Beiträge, wo mir jeder erzählt, dass es geschafft hat, den neuen GPT auszuprobieren. Ich freue mich für die Leute, ja sicher, aber lass uns doch mal jetzt zurückbesinnen auf die Dinge, die wirklich wichtig sind. Ja, wir können mit KI Wale retten, Krankheiten bekämpfen, Krebsmedikamente entwickeln. Wir können gegen Wilderei vorgehen. Wir können die Ozeane aufräumen. Wir können so viele gute, tolle Sachen machen. Und da fällt mir schon was ein. Konzentrieren. Ja, sollten wir auch. Also ich hatte ja in meinem anderen Podcast, in meiner anderen Podcast-Folge auch schon mal Thema KI gehabt. Und da ging es wirklich auch darum, dass mit KI eine Uni, ich glaube in Heidelberg oder Mannheim, aber die Uniklinik nutzt KI, um Strahlentherapien auf einzelne Patienten besser abzustimmen. Und da kommt dann wirklich mein Kopf ins Rattern und sagt, ey, wir machen uns den ganzen Tag darüber Gedanken, ob die ganzen Content-Leute, die Influencer, die Grafiker, die Texter ihren Job verlieren. Aber hier ist die KI mal sowas von dermaßen hilfreich, weil sie den Ärzten hilft, anhand von tausenden Datensätzen eine für den einzelnen Patienten komplett individuell erstellbare Strahlentherapie zu überreichen. Das schafft ein Arzt ja gar nicht. Natürlich hat er das Knowledge, natürlich guckt er drüber, aber der kann ja nicht innerhalb von Sekunden tausende Datensätze durchfliegen anhand von irgendwelchen Merkmalen. Ich weiß nicht, wie es funktioniert, ich habe jetzt keine Medizin studiert, aber da ist die KI schon echt ein Helfer. Darauf stimme ich dir hundertprozentig zu, sollten wir uns mal besinnen. Sie kann nämlich nicht nur Text schreiben, Bildchen oder auch meinen Podcast ersetzen oder jetzt auch ein Video produzieren. Nee, sie kann uns auch wirklich in der täglichen Arbeit helfen, weil sie auf die Datensätze zurückgreifen kann. Richtig. Das Konzept Medizin ist schon etwas älter, dass man KI für die Medizin einsetzt. Ich nehme mal das Beispiel Tumortherapie. Planung oder Tumortherapie-Dokumentation. Man hat unheimlich viele Daten und Therapieverläufe, und man hat natürlich die Daten, welche Eigenschaften, Prädisposition hat der Patient gehabt, Blutgruppe und so weiter, Gewicht, Blutwerte und wie wurde der behandelt und wie war der Erfolg der Therapie. Und das kann man natürlich alles in eine KI einfüttern, und die kann dann, wenn ich jetzt wieder einen Fall habe, wobei man sagen muss, Onkologie ist, glaube ich, mit eines der komplexesten Gebiete, ja, und ich bin auch kein, ich habe mit Medizin wirklich nicht viel zu tun. Was ich aber weiß, ist, dass mit genügend vielen Daten man auch es schafft, die Tumortherapien zu optimieren, einfach aufgrund der Fülle der Daten. Ja. Oh, jetzt habe ich jetzt diesen Patienten, der hat das und das und das. Aus diesen ganzen Millionen Therapien, die wir schon haben, sagt die KI, nimm so viel Milligramm von dem und dem. Und das über diesen Zeitraum. Also das ist natürlich, klar, wir retten Menschenleben. Also wir entschlüsseln auch immer mehr Rätsel in der Wissenschaft, in der Naturwissenschaft. Also das ist meine große Hoffnung. Und wir haben ungelöste Probleme, mathematische ungelöste Probleme, physikalische ungelöste Probleme.
Und damals war es doch auch so. Pythagoras in, damals, ne, in, was weiß ich, in der Antike, da haben sie mit einem Schattenstab gearbeitet und so weiter. Dann kam der Taschenrechner und man hat immer komplexere Probleme lösen können. So, würde ich jetzt so heute, würde ich heute einen Kopfrechenwettbewerb gegen einen Taschenrechner machen? Nee. Ist Kopfrechnen jetzt super? Ja, es ist gut, um fit zu sein. Keine Frage, ja. Aber ich bin doch froh, dass mir der Taschenrechner Arbeit abnimmt. Damit kann ich mich auf das nächsthöhere Komplizierte konzentrieren. So. Und gebe das dann einfach nur noch ein und lasse dann den Computer rechnen machen und Muster erkennen und so weiter und so fort. Aber jetzt sind wir ja schon eine Stufe weiter. Also der Taschenrechner ist schon langweilig geworden, weil KI schon im Bereich der Mathematik, im Bereich der Naturwissenschaft, also Arbeit verrichtet. So. Jetzt muss man sich das mal vorstellen. KI hat schon Hinweise und ja und Lösungen für bisher ungelöste Probleme geliefert. Sogar eine Matrizenmultiplikation beschleunigt. Also einen Weg gefunden, wie ich eine Matrixmultiplikation noch schneller machen kann. Und meine große Hoffnung ist, dass wir ungelöste Probleme mit der zunehmenden Qualität und Fähigkeit von künstlicher Intelligenz lösen können. Vielleicht auch irgendwann mal soweit sind, ja, das ist jetzt sehr visionär, aber kennst du den Film Interstellar? Ja, natürlich. So. Irgendwann werden wir wahrscheinlich auch Lösungen brauchen, so eine Weltformel brauchen, um die Menschheit an für sich zu retten, sage ich jetzt mal. So. Ja. Wär nicht schlecht. So, also. Und ich glaube, dass KI der Schlüssel dazu ist. Aber mal so die Frage, von einem wirklichen Nicht-Experten in dem Gebiet an dich. Wie macht das eigentlich die KI? Sie nimmt ja die Daten, die existieren, die werden ja oder wurden ja eingespeist, damit die KI diese Daten hat. Also man wurde damit, es wurde damit gefüttert, Daten angereichert. Und wie, also was passiert dann im Hintergrund, wenn ich da eine Prompt oder eine mathematische Formel oder irgendwas eingebe? Wie spuckt sie denn was aus? Wie kann ich mir das denn vorstellen? Wie arbeitet die denn? Ich nehme mal das Beispiel ChatGPT oder man sagt, oder ich verallgemeinere das jetzt mal, Large Language Modelle. Das ist ja nicht nur ChatGPT, sondern es gibt ja viele. Ja, auch hier, das Prinzip ist wieder ein statistisches. Na, ich versuche es jetzt mal ganz, ganz simpel darzustellen. Man muss sich vorstellen, ich gebe Wörter rein in das System, ja, und das System sagt, okay, ich berechne jetzt über statistische Wahrscheinlichkeiten das Wort und mit der nächsthöchsten Wahrscheinlichkeit müsste jetzt das Wort kommen. Das ist eine Wortaneinanderreihung. Über Statistik, das muss man sich überlegen. In Anführungsstrichen mehr ist das nicht. Natürlich ist das eine Menge, was da im Hintergrund ist, weil jetzt muss man erst einmal die ganze Fülle an Texten und Textzusammenhängen und Kontexten ja erstmal kennen und eintrainiert haben. Aber letztendlich macht die KI nichts anderes, als Wortwahrscheinlichkeiten, also die Wahrscheinlichkeit von Wortfolgen auszurechnen und dann diese Wortfolgen zurückzugeben. Also dann doch in Anführungszeichen so einfach und so genial. Ja. Aber es weiß halt keiner, also zumindest kein Experte. Es ist wieder Wahrscheinlichkeit im Hintergrund. Und das ist auch was, was KI so stark unterscheidet von, ich sag mal, harten Algorithmen. Es ist immer ein gewisse Indeterminismus drin. Also man hat immer was mit Wahrscheinlichkeiten zu tun und wenn ich das nochmal mache und nochmal mache, heißt das nicht, dass ich immer ein und dasselbe Ergebnis kriege. Das ist genauso mit der Wettervorhersage. Ja, also ich habe jetzt irgendwie Daten. Oh, jetzt ist schon wieder ein neuer Datenpunkt drin. Jetzt ist die Regenwahrscheinlichkeit ist jetzt, was weiß ich, 31,5%. Ich übertreibe jetzt mal. Oh, jetzt ist aber 31,4%. Das ist eben eine Wahrscheinlichkeit, eine Statistik. Und das ist nicht deterministisch. Also jeder einzelne Datenpunkt, der da dazukommt oder aus dem Raster fällt, der verändert das wieder. Aber siehst du denn irgendwann auch, ich meine, das ist ja extrem schnelllebig, das, was wir im November 22 erlebt haben, zumindest in Anführungszeichen die Bevölkerung, die sich damit nicht schon Ewigkeiten beschäftigt. Und jetzt, ich meine, wir nehmen jetzt auf am 15. Mai 2024,
das ist ja schon extrem schnelllebig gewesen, also von Text auf Bild, auf Video, auf Audio, auf was da alles kreucht und fleucht. Adobe hat ja auch noch sein Übriges getan und hat da jetzt in Photoshop seine KI damit reingesetzt und fängt jetzt an, in Premiere Pro das Ganze dann auch noch zu intensivieren, wo du jetzt schon radieren kannst, machen kannst, tun kannst bald. Wann entsteht denn oder wann könnte denn aus deiner Erfahrung heraus diese Singularität, die schon viele irgendwie propagiert haben, dann wirklich entstehen, dass die KI von sich selbst lernt und anfängt, ich weiß nicht, zu denken? Also zur Singularität gehört noch ein bisschen mehr dazu. Also wir sagen ja, eine KI müsste ein Bewusstsein haben, eine KI müsste einen Willen haben, eine KI müsste mindestens, also nee, mächtiger als Menschen sein. Ne? Also wir haben den Zustand irgendwann mal, dass eine KI wirklich so fähig und mächtig und willig und auch in Form von Bewusstsein ist wie Menschen. Ja. Und dann wird sie noch, weil dann ist ja die Wachstumskurve so krass, dass es dann nur noch ein paar Jahre dauert, bis sie dann noch, also noch fähiger, noch stärker und noch, ja, die Fähigkeiten des Menschen im Allgemeinen übertreffen. So, und das ist dann die sogenannte Singularität. Es gibt eine Expertenbefragung, es gibt im Springer Verlag gibt's eine Publikation, die veröffentlicht worden ist. Und ich habe jetzt die Werte nicht mehr so genau im Kopf, aber ich glaube so 30 bis 40 Jahre wohl, ja, bis wir den Zustand haben, laut Einschätzung von Experten, also wirklich Experteneinschätzung, dass die KI so mächtig ist wie Menschen. Und dann dauert es nur noch 2 bis 10 Jahre mehr und dann übertrifft KI die Fähigkeiten der Menschheit, also eines Menschen, und wir hätten dann den Zustand der sogenannten Singularität. Das ist das, was diese Studie sagt. Jetzt sagen andere, ach, okay, das ist ja eine Studie und eine Vorhersage von Experten und es geht ja alles viel schneller. Bill Gates hat damals auch, und er ist ein Experte und war auch damals ein Experte, gesagt, 256 Kilobyte reichen völlig aus für das an Datenspeicher für Menschen, das er in sein Leben braucht. Ja, jetzt haben wir einen Stick mit einem Terabyte, locker. Also das kommt alles viel früher und so weiter und so fort. Ich werde ein bisschen vorsichtig, überhaupt jetzt da so mit Jahren rumzuspielen. Ich glaube, der Zeithorizont ist realistisch. Wir wissen mittlerweile viel, viel mehr. Wir haben viel, viel mehr gelernt. Und ich glaube, dass unsere Prognosen nicht mehr so pessimistisch sind, wie sie vor 20 Jahren waren, weil wir das Wissen nicht hatten, sondern wir stecken schon in einem viel größeren Wissensfluss drinne. Von daher wäre ich jetzt so vorsichtig zu sagen, oh ja, also in 5 Jahren haben wir die Singularität, kein Thema. Ne? Aber also, mal anders gefragt, unabhängig jetzt vom Zeitraum, wenn sie denn da ist, egal wann, müssten wir davor Angst haben, also haben wir Menschen dann ein Problem? Das ist eine philosophische Frage. Ich versuche, die Dinge immer positiv zu sehen. Grundsätzlich ist es so, ich kann mit einem Messer, einem Küchenmesser, ich kann einfach jemanden ein Brot schmieren, der Hunger hat, ja, mit Messer auch andere dumme Sachen anstellen. So. Und genauso ist es mit KI. Ja, ich kann mit KI unheimlich viele gute Sachen machen, mit einer ganz anderen Mächtigkeit. Natürlich kann ich damit auch andere Sachen machen. KI wird ja auch benutzt, gerade Cybercrime. Ja, ich kann ja mit KI jetzt, wenn ich genug Daten von dir im Internet finde, deine ganzen Podcasts analysiere, habe ich deine Stimme, habe ich dein Persönlichkeitsprofil, habe ich alles von dir, und jetzt könnte ich irgendwie versuchen, blöde Sachen zu machen. Ja, der nächste Enkeltrick zum Beispiel. Davor habe ich irgendwie schon seit längerem Schiss, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ja, bloß nicht Opa werden, ne? Ja, Papa bin ich schon, toll. Ja gut, das ist richtig, ne? Also es wird immer schwerer zu unterscheiden, ist denn jetzt so eine Stimme, ist ein Bild, ist ein Text, ist das menschlich oder ist das künstlich, ist es von der KI? Die KI kann ja nichts dafür. Da ist ja irgendjemand mit bösen Absichten. Deswegen finde ich das immer so schwierig zu sagen, die KI ist so gefährlich, das Messer ist so gefährlich, das böse Messer. Was soll denn das? Die böse KI. Wenn wir eine Singularität haben, wir brauchen einen verantwortungsvollen Umgang, und außerdem, ich mag die Diskussion sowieso noch nicht so sehr. Ich weiß, es ist ein Buch thematisiert und ich weiß, dass ich da auch an einigen Stellen so ein bisschen versuche, den Fokus von diesem, also ja, das ist gefährlich, aber bitte lass uns doch was Gutes machen.
zu schärfen. Aber wir sind A, noch nicht so weit, und B, wenn wir so weit sind, wir müssen uns menschenwürdevoll dieser Singularität dann irgendwann nähern. Ja, und das geht eigentlich nur über ich kriege ja, das Wort, jetzt kommt er mit Regulation. Aber das ist ja genau das, was der Ethikrat gerade macht. Ja, der sagt, Leute, KI benutzen für die Entwicklung von Medikamenten, super. Für die Entwicklung von schädlicheren Dingen nicht. Und das brauchen wir. Ja, also ich habe auch gerade die Diskussion, auch in einer anderen Podcast-Folge in meiner Serie, Schluss mit lustig, jetzt geht's los mit Recht im Marketing auch. Wie sieht's denn mit dem Urheberrecht aus beim KI-Thema? Ne? Also wenn ich ein Bild mache, wenn ich ein Bild generiere, wenn ich einen Text generiere und so weiter, wer ist da überhaupt Urheber? Wo greift das Urheberrecht? Wer hat überhaupt das Urheberrecht? Also ein bisschen banal jetzt mal, ne? Aber auch da brauchst du eine Regelung. Kann ich dann alles benutzen oder auch nicht? Wie sieht's denn überhaupt aus mit Quellen? Die KI schmeißt ja irgendwie alles zusammen. Wenn du da meinen Namen eingibst, dann bin ich auf einmal irgendein komischer Skispringer oder whatever, ja, oder auch IT-Experte. Ey, ich habe mit IT nichts am Hut, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist halt dann auch schwierig, da etwas zu machen. Und ich stimme dir aber überein. Ja, wir brauchen da schon eine Regularie, die sagt, was kann ich tun, was kann ich bitte nicht tun. Und wenn ich jetzt anfange, und ich sage es jetzt mal so ganz krass, in ChatGPT zu schreiben, ey, gib mir mal eine Anleitung zum Bau der Atombombe, dass da bitte steht, nee, mache ich nicht, und nicht, dass da kommt, ich brauche 200 Milligramm Plutonium und ich brauche dies und ich brauche jenes. Also ich stimme dir da schon zu, dass wir sagen, da brauchen wir eine klare Grenze, die dann sagt, nee. Genau, also gehen wir auf den juristischen Aspekt ein. Ich bin kein Jurist, ich kenne mich auch mit der Rechtslage nicht so gut aus, wie sich jemand, der also Rechtsanwalt ist oder mit Online-Recht befasst, auskennt. Aber ich kann zumindest den Hinweis geben, schaut euch den Anbieter an. Nehmen wir mal Adobe Photoshop, den hattest du nämlich vorhin erwähnt. So, der hat natürlich einen eigenen Fundus und ich glaube, der hat auch eine Kooperation mit Getty Image, ich weiß es nicht. Also da gibt es ja Kooperationen, ne? Adobe Photoshop, die haben erstmal eine eigene große Cloud, einen Bildfundus. So, der gehört Adobe, beziehungsweise arbeiten die ja auch zusammen mit einem, ich weiß es nicht, ich glaube, das war Getty Image, ich bin mir nicht mehr sicher. Aber ich weiß es auch gerade halt, nicht auswendig, Getty oder die anderen, ich weiß aber auch nicht mehr, wie sie heißen. Ich glaube, da gibt es eine Kooperation, ja, und die greifen dann eben auf einen großen Fundus von Daten zu, das gehört denen, und wenn eben dann der Anbieter versichert zu sagen, wenn ich jetzt sowas generiere, also Adobe Firefly, ja, habe ich auch schon gemacht, ist super toll, dann ist das alles aus dem Fundus, den der Anbieter, der Serviceanbieter, also hier Adobe beziehungsweise das Konsortium, das dahinter steckt, abgesichert, gehört denen. So, das lohnt sich, also diesen Passus da irgendwo zu lesen oder sich mal durchzulesen, wenn das der Anbieter gewährt, dann ist das immer ein gutes Zeichen. Und grundsätzlich hast du völlig recht, wenn jetzt eine KI einfach so Bilder aus dem ganzen Internet durchcrawlt, irgendwie eingescannte Bücher und was weiß ich alles, was es da noch gibt, da ist die Lage schwierig. Und dann ist es sicherlich auch nicht so einfach zu sagen, ja, das nehme ich jetzt. Ja, das muss man sich anschauen. Wer da was, welchen Fundus an Daten diesen Generaten, also diesen generierten Bildern oder Artefakten oder Videos, was auch immer das ist, ja, zugrunde liegt. Eigener Datenbestand oder Datenbestand über den der Anbieter ja selber keine Kontrolle hat. Also einfach alles querbeet aus dem Internet zusammengecrawlt. Ja, da gab es ja auch die Diskussion, glaube ich, die Times, Washington Post oder wie sie heißt, ich habe es vergessen, hat, glaube ich, auch OpenAI verklagt, weil die haben ja irgendwie alles abgegrast, was ginge. Egal ob hinter der Paywall, Urheberrecht am Arsch, so nach dem Motto, Hauptsache rein in die KI und zack, gefüttert damit. Ich habe aber jetzt den Stand gar nicht im Kopf. Weißt du da irgendwas? Hast du da irgendwas mal gelesen, wie da der Stand ist? Ich habe mal eine wirklich sehr positiv wahrgenommene Zeile gelesen. Und zwar irgendwann hatte Microsoft, also ich glaube, das gelesen oder gehört zu haben, wohl zusichert, seine Kunden zu schützen. Das heißt, wenn jetzt irgendwie jemand das benutzt hat, OpenAI, DALL-E oder irgendwie was erzeugt hat und eine Klage am Hals hat, das dann Microsoft unterstützt. So, das habe ich irgendwo gehört oder gelesen, das ist so schon Weilchen her. Das ist so mein Kenntnisstand.
Wie weit das ist und wie das funktioniert, ich traue denen das zu, weil ich weiß, dass da ein enormer Markt ist und ich weiß auch, dass sicherlich die ein oder andere Klage, die tut weh. Ja, erstmal ist es blöd, dass es in der Presse ist. Und natürlich müssen die das dann auch irgendwie abwickeln und das ist sicherlich auch Arbeit und wahrscheinlich Kosten. Aber ich glaube, dass es da auch Übereinkünfte gibt und dass einfach der Gewinn am Ende des Tages viel größer ist. Und ja, das muss man jetzt irgendwie klären. Da bin ich sehr gespannt, wie das weitergeht. Vielleicht weiß ja irgendein Hörer oder irgendeine Hörerin oder ein Zuschauer, eine Zuschauerin mehr. Schreibt es doch mal in die Kommentare. Jetzt will ich aber nochmal zurückgehen zu deinem Buch. Du hast zwei Kapitel, die ich extremst interessant finde. Und zwar einmal vom Datenspender zum Nutznießer. Da hast du auch drin dein Finanzprofi KI für dein Geld. Ich habe ja selber so einen Robo-Advisor, der KI gesteuert irgend so einen Krempel da macht. Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Aber auch Karriere dank KI und ein Kapitel weiter, wie weit wollen wir gehen? Da wird es dann aber auch interessant. Gehen wir aber erstmal vom Datenspender zum Nutznießer. Das ist ja das, was du auch schon anfangs gesagt hast. Man muss die KI eigentlich für sich nutzen, um da das Bestmögliche rauszuholen. Genau. Und die erste Frage ist, die viele Leute mich fragen, ja, woran erkenne ich denn bitte schön, dass die KI im Spiel ist? Woran sehe ich, dass das hier gerade irgendwas mithört, mitliest, mit Daten erfasst? Und da sage ich dann immer, ein kleines Wörtchen ist da sehr verräterisch. Ich weiß nicht, ob du es weißt. Nee, fängt sag mit mal. Mit S an? Mit S. Mit S. S wie Siegfried. S wie smart. Oh, jetzt habe ich es gesagt. S wie smart, ah ja. Also smart watch, smart home, smartphone, smart car. Das ist so ein Hinweis, wenn smart im Spiel ist, das ist, ich sage jetzt mal, wirklich vereinfacht. Damit ach, guck jetzt mal, Smartphone. Darauf wäre ich jetzt nicht gekommen. Ja. Darauf wäre ich wirklich nicht gekommen. Ja, also, hey Google, navigier mich zur Uni Potsdam. Hey Google, ruf Gerhard Wolkenstein an und so weiter und so fort. Ja, okay. Keine Ahnung, jetzt mein Onkel oder sonst wen. Oh, jetzt macht er das auch noch. Ich muss, mein Handy liegt da hinten, ich muss die Navigation stoppen. Ja, mach grad. Hey Google, Navigation stoppen. Gut. Es passiert mir auch zu Hause, deswegen sage ich nicht, bin jetzt hier im Büro, hier kann ich sagen, hey Alexa, sondern ich sage dann immer, wenn ich irgendwas sage, sage ich immer Hausdame, damit das Ding nicht anspringt, weil es ist mir schon so oft passiert, dass mir dieses Teil einfach anspringt. Furchtbar. Mitten im Vortrag, da habe ich das genauso erklärt wie jetzt hier im Podcast und auf einmal liegt da ein Tee und das Lustige war nicht mal meins. War von jemand anders. Und der hat dann ganz aufgeregt, hat das Ding angefangen zu plappern. Ja, ich navigiere jetzt so. Und dann hat er schnell gestoppt und so. Ich muss mich schon fast kaputt lachen. Weißt du, wann das gruselig wird? Sorry für dieses Off-Topic jetzt. Dieses Ding, meine Hausdame zu Hause, ich habe ja ein paar, die hören ja auch ab und zu mal Sachen, die es gar nicht gibt. Irgendwie so. Und wenn du dann nachts um 3 grauenhafte Musik aus dem Bad hörst, dann stehst du aber im Bett. Ist mir auch schon passiert. Das ist ja genial. Mhm, ja, genial und gruselig. Sachen. Ja, genau. Und das sind so die Sachen, woran erkenne ich denn das? Und ich sage immer, wenn smart dabei ist, ist es schon ein guter Indikator dafür. Ich meine, das ist tatsächlich so gewesen. Das war letztes Jahr im Sommer. Ich bin jetzt kein handwerklich begabter Typ. Ich kriege ja den Grill nicht mal richtig an. Ich stand da am Grill, habe dann da hier das Feuer da gemacht und da war Kohle drin, habe ich Pappe genommen und dann habe ich hier so gewedelt. Ne? Und auf einmal sagt die Uhr, ja, weiter so, Elder, Unterarm, Lastzugtraining, super toll. Und ich sage, hey, Leute, der nimmt ja wirklich alles auf. Und ich sage dann immer mit dem Augenzwinkern so in den Vorträgen, Leute, nehmt die Uhr im Bett ab. Ich wollte es gerade sagen, ich wollte es nicht so detailliert, aber ja. Weil es war wirklich tatsächlich so, ich habe mit Mädel gesprochen und wir hatten so, das war Cyber Security, war so das Thema. Und sie war dann so völlig überzeugt, ja, von mir gibt's kein Bild im Internet. Ich bin da, und ich so, ja, Hut ab, datenschutzbewusste Dame, ja. Und wir sind irgendwie zu dem Thema Gesundheit gekommen und plötzlich, ich weiß ja nicht mehr wie, aber
Gesundheit und plötzlich ging es um Schlaf und da gibt's REM-Schlaf, Non-REM-Schlaf, Tiefschlaf und so weiter, Schlafphasen und ich wusste ich alles nicht. Dann haben wir alles erklärt, holt dann die Uhr raus und sagt dann, oh schau, guck mal hier, heutiger Schlafwert ausgezeichnet, ja. Ich gesagt, okay, und für andere Aktivitäten im Bett, also ist da die Uhr dran oder nimmst du die dann ab? In dem Moment, ja, musste sie selber lachen, weil sie gemerkt hat, verdammt, Nutzen und Datenschutz und hier Gesundheit, ja. Nachts um 2:30, jetzt erstmal ein Marathon. Mhm. Ziemlich eng beieinander, ne? Genau, ja, also wie erkennt man das? Genau so. Okay, also Smart ist da erstmal so der Indikator, also der Name, der einfachste Indikator überhaupt. Aber wirklich dann zum Nutznießer, du kannst mit KI lernen, lese ich gerade auch noch in deinem Buch, KI fürs Geld benutzen. Will man das aber? Also für Lernen muss ich sagen, super. Adaptive Lernmethoden, also wo die KI lernt, wie ich lerne, also meine Schwächen und Stärken kennt, was bin ich für ein Typ, und dann auch mich so fordert und fördert, das kann, da gibt es Studien, die den Lernerfolg um 30% erhöhen. Das ist schon mal gut. Ne? Und von daher sage ich natürlich, adaptive Lernplattform, toll. Finde ich gut, sollte man tun. Ja, ich meine, gut, ich habe in dem Buch natürlich einen Abriss über verschiedenste Anwendungen gemacht und auch, ich hatte ja schon am Anfang unseres Podcasts gesagt, eine künstliche Intelligenz spielt natürlich auch im Finanzwesen schon immer und viel länger eine viel größere Rolle, als man denkt. Also wer glaubt, dass die Aktienmärkte, dass da keine Machine Learning Algorithmen im Hintergrund laufen, der weiß es jetzt. Gut zu wissen, ich wusste nämlich auch nicht. Ja, gibt's Methoden, Zeitreihenanalysen, Kalman-Filter und so, die merken die kleinste Schwankung am Markt und dann gehen irgendwo Lämpchen auf und so weiter. So, natürlich kann ich das auch in Apps rein integrieren und kann dann je nach Investitionswilligkeit, Risikobereitschaft und so weiter dann Empfehlungen machen und sagen, also über eine KI, was der Letzte da am besten machen soll. Ist ja jetzt auch keine große Sache. Genauso Gesundheit. Eine Gesundheits-App, Gewicht und so weiter und so fort. Da muss ich sagen, nutze ich schon. Also Sport, Gesundheit. Ich nutze eine App, also Runtastic von Adidas, ist Adidas, ne? Und der sagt dann auch immer, jetzt musst du mal wieder was machen, dranbleiben und so und erfasst meine Daten und mir ist es auch egal. Ich sehe meinen Fortschritt, ich sehe, wenn ich mich verschlechtere, ich sehe, wenn ich mich verbessere, ich werde motiviert, angespornt und das ist doch der Nutzen. Das ist doch das Geniale. Lass uns doch wirklich KI für was Positives hier für die Gesundheit, für die eigene Entwicklung gewinnbringend einsetzen. Ja, ich finde schon immer ganz gut, wenn dann die Smartwatch sagt, jetzt trink mal was, weil ich bin ja, so ein Kandidat, genau. Ich trinke extremst wenig am Tag. Und was mir gerade noch eingefallen ist, Smartwatch. Apple hat, habe ich irgendwo letztens gelesen, die Apple Watch hat ein Vorhofflimmern erkannt und dann gleichzeitig den Notruf gerufen. Das hat die Person gar nicht gemerkt. Dann kam dann so Notruf und hat gesagt, hier, die Uhr hat gesagt, das. Und das war auch wirklich so. Also die Uhr kann das schon irgendwo erkennen, dass da was nicht ganz stimmt am Herzschlag. Richtig. Also KI kann Leben retten, tut sie auch. Also man kann ja zum Beispiel eine Notaufnahme oder in der Leitstelle eine KI mithören lassen und die stellt dann richtigen Fragen. Moment mal, Nackensteifigkeit, der hat Nackenschmerzen. Habt ihr mal gefragt, ob der Meningitis hat? Das hat auch schon Leben gerettet. Also solche Anwendungsfälle gibt es. KI kann unheimlich gute, tolle, positive Menschen und Tier- und Waldleben rettende Sachen machen. Und auf die müssen wir uns konzentrieren. Da müssen wir drauf gehen. Borkenkäferbefall oder von Bäumen, ja. Also auch Stress bei Insekten, Bienenstöcke, die mit Milben befallen sind und so weiter. Das kann alles eine KI erkennen. Da kann man ganz viel machen. Und ich sehe da enorme Chancen. Und die stehen auch in dem Buch drin. Ja, die stehen auch in dem Buch drin. Deswegen, ich kann mal an der Stelle mit Fug und Recht behaupten, klare Kaufempfehlung für dieses Buch. Ich werde es auch in die Shownotes packen. Aber dann die Anschlussfrage. Wie weit wollen wir denn mit KI gehen? Wie weit würdest du sagen, wollen wir denn wirklich gehen? Unendlich weit, was das Positive angeht. Ja, da gibt es gar keine Grenzen.
Also von mir aus bis zur Rettung der Welt, ja, bis zur Findung der Weltformel, also Interstellar von mir aus. Alles, wo man ein bisschen länger drüber nachdenken sollten, da bin ich froh und dankbar, dass sich der Ethikrat und auch der EU AI Act ja, damit befasst. Und da muss man natürlich auch ein bisschen gucken und sagen, also so weit nicht unbedingt. Ich finde es auch teilweise, muss man auch gucken, jetzt in der Pflege sehe ich KI auch als äußerst sinnvoll an. Also gerade wenn es um die Reinigung von sanitären Anlagen geht, dann gibt es Reinigungsroboter, das entlastet die Pflegekräfte unheimlich. Ne? Die können sich mehr den Menschen widmen und so weiter und so fort. Aber ich bin dann auch jemand, der sagt, was die Interaktion mit den Menschen an sich angeht, ne? Das wäre schön, wenn das noch eine menschliche Aufgabe bleibt. Und der österreichische Ethikrat zum Beispiel, da habe ich das nachgelesen, er hat das so auch aufgenommen, verstanden und auch in seinem Dokument verankert, dass das nicht so kommen soll. Und in Deutschland wird das auch so sein. Ich bin da guter Hoffnung, dass wir nicht jetzt irgendwie stupide gucken, das kann eine KI machen, dann soll die das machen. Das kann er, also es gibt bestimmte Sachen, die sollten menschlich bleiben. Und dafür werbe ich sehr stark auch in meinem Buch. Dann kommen wir mal zur Abschlussfrage an der Stelle. Bist du denn schon mal auf die KI reingefallen? Ja. Wobei? Da gibt's ein, das ist, also, das ist sogar ChatGPT, muss ich zugeben. Also, das ist wirklich, gibt's sogar auf LinkedIn, gibt's einen Videopost, wo ich das, also im Interview, das war ein Interview, da habe ich das dann auch mal offenbart und mich geoutet. Ich und ein Team von Mathematikern, also zwei aus Kanada und noch einen aus, der an der Uni Deutschland studiert, aber nicht aus Deutschland kommt, kommt aus Jordanien, glaube ich. Ein sehr, sehr guter, also der Informatiker, super Abschluss hatte und so. Und wir haben gesagt, wir haben so eine spannende Aufgabe gehabt, elliptische Kurven zu untersuchen. Elliptische Kurven sind in der Cybersecurity super wichtig. Das ist ganz toll, wenn du jetzt mit einer Bankkarte, Bankautomaten rein, da ist elliptische Kurven ins Spiel. Ja? So, und was wir gemacht haben, ist, wir haben gesagt, ey, elliptische Kurven haben interessante Eigenschaften. So, die Fragestellung kam sogar von den Kanadiern, also nicht von uns, sondern wir haben das informatisch betrachtet und haben gesagt, okay, ja, das können wir mit KI machen, das ist ganz toll. Dann haben wir unser System mit wirklich Millionen elliptischen Kurven da eingefüttert und haben dann versucht, irgendwelche Zusammenhänge zu finden. Ja, und was, wir haben das in Python programmiert. So. Und diese Eigenschaften, die eine elliptische Kurve haben kann, sind über 1000. Gibt es tausende, ja unendlich viele Fourier-Koeffizienten heißen die. Das sind ganz viele Koeffizienten, da hatte ich dann ganz viele Spalten gehabt und ich war dann irgendwann zu faul und habe gesagt, ja, dauert doch Stunden das Training. Ich nehme jetzt einfach mal 35 von diesen Spalten und lass das jetzt mal laufen und guck mal, ob ich die Eigenschaften der elliptischen Kurve vorhersagen kann. Und es ging um den Rang, ne, also Rank. Und war outstanding. Ich habe gesagt, oh, 95%ige Trefferquote nur bei 35 Parametern, obwohl die 1000 Eigenschaften hat. Also ich kann an so wenig Eigenschaften schon so viel vorhersagen. Ich habe das nach Kanada geschickt und WhatsApp ist explodiert. Er gesagt, ey, das ist ja Durchbruch, das ist wahr, das ist ja irre, zeig mal den Code und so. Ne? Und ich habe gedacht, jetzt ist es passiert. Das ist meine Singularität. Ja, jetzt ist mein Leben erfüllt. Jetzt wird das Ding viral und MIT kommt und Harvard, die laden uns ein und wir dürfen das mal vorstellen. Und so, ey, ich war schon im siebten Himmel. Ja. So, auf einmal fragt einer aus Kanada zurück, hat sich den Code angeguckt und hat gesagt, was macht denn da diese eine Funktion dort? Ja. Und ich habe gesagt, ja, die hat der Kollege programmiert. Muss ich dem mal fragen, was die macht? Ich schreibe dem, kriege keine Antwort. Ich rufe den an, ich kriege keine Antwort. Ich texte den, ich mache Skype, Teams, ich versuche den und nach 2 Stunden ja, reagiert er plötzlich. Ich habe gesagt, ey, wenn du jetzt nicht reagierst, dann die aus Kanada, die
kratzen mit ihren Fingernägeln an der Tafel. Also die rennen mir die Bude ein. Was hier los? Was ist? Kannst du mir das erklären? Und dann hat er gesagt, die habe ich von ChatGPT. Oh. Und da war ein Fehler drin. Ah, scheiße. Da war ein Fehler drin, der nämlich diese Ränge, also das, was wir vorhersagen sollten, mitmanipuliert hat, nämlich so, dass es schön, also dass es passend war. Und dadurch sah das so perfekt aus. Ja? Und das war so ein Ding, wo ich sage, egal mit wem ich sage, es gibt jetzt eine ganz große Regel bei mir, kein ChatGPT für sowas. Das war das perfekte Schlusswort, mein lieber Elder. Ich danke dir recht herzlich, dass du heute bei mir zu Gast warst im Podcast und mit mir über das Thema KI gesprochen hast und dann mal einen richtigen tiefen Einblick gegeben hast. Nicht immer nur das an der Oberfläche gekratzt, sondern mal so richtig tief rein. Danke, danke, danke. Vielen Dank dir auch. An meine Hörerinnen und Hörer, an meine Zuschauer. Seid ihr überrascht, dass man KI für mehr nutzen kann als nur für bunte Bildchen und für ein bisschen Text und jetzt Videos und Audios? Lasst mir doch mal eure Meinung zum Thema in einem LinkedIn-Kommentar bei podcast.de, bei YouTube da oder schreibt mir eine Mail unter kevin@kevinalleinimmarketing.de. Das war's für heute. Wir hören uns. Bis zum nächsten Mal.